Gehirndurchblutung bewusst steuern, können wir das? Ja, du kannst das lernen. Wenn du unter Stress stehst und damit unter der Wirkung deiner Stresshormone, dann kommt es in deinem Gehirn zu einer selektiven Blutumverteilung und dann werden die äußeren Hirnareale, deine Gehirnrinde, ist gleich dein Homo sapiens sapiens Gehirn, durch Minderdurchblutung, durch Gefäßengerstellung quasi außer Gefecht gesetzt, können also nicht mehr funktionieren. Das heißt, um funktionieren zu können, braucht dein Homo sapiens sapiens Gehirn sehr viel Sauerstoff und damit eine sehr, sehr gute Durchblutung und daher offene, weite Gefäße. Und das kannst du steuern. Vielleicht nicht gleich auf Anhieb, aber du kannst das lernen. Ich möchte hier ein kleines Spiel mit dir machen und würde dir empfehlen, die Augen zu schließen, damit du besser innere Bilder erzeugen kannst. Fokussiere dich auf deine Nasenspitze, ohne jetzt dahin zu greifen, sondern einfach mit deiner Aufmerksamkeit, die du dorthin lenkst. Und stell dir vor, dass die Gefäße, die deine Nasenspitze versorgen, sich erweitern, sodass da jetzt viel frisches, sauerstoffgesättigtes Blut hinkommt. Es kann sein, dass du etwas wahrnimmst, muss aber nicht sein. Darum wandern wir jetzt weiter und ich möchte dich bitten, deine linke Hand jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu verwöhnen, zwar wirklich nur die linke Hand. Stell dir vor, dass die Blutgefäße, die deine linke Hand versorgen, sich erweitern, sodass deine linke Hand eine Luxusdurchblutung bekommt. Und dann nimm wahr, wie sich das Gefühl in deinen beiden Händen unterscheidet. Ich vermute, dass es da Unterschiede gibt. Und weil ich immer für Gerechtigkeit bin, möchte ich dich nun bitten, auch deine rechte Hand vermehrt zu durchbluten. Also schau, dass du deinen Ausgleich schaffst, sodass sich dann beide Hände in etwa gleich anfühlen. Diese verbesserte Handdurchblutung kann im Winter ganz, ganz wertvoll sein, wenn du zu kalten Händen neigst. Ich meine damit nicht, dass du keine Handschuhe mehr trägst, aber du kannst dir innerhalb der Handschuhe helfen, wärmere Hände zu bekommen, wenn du die Durchblutung bewusst steuern kannst. Nun wenden wir uns unserer Zunge zu und ich möchte dich bitten, nun auch deiner Zunge eine Luxusdurchblutung zukommen zu lassen. Stell dir also vor, dass die Blutgefäße, die deine Zunge versorgen, sich erweitern und wundere dich nicht, wenn du das Gefühl hast, deine Zunge wird größer. Fast könnte sein, dass du das Gefühl hast, sie hat keinen Platz mehr im Mund. Muss aber nicht sein. Es kann sein, dass du gar nicht viel wahrnimmst oder vielleicht nur ein Prickeln, ein Pulsieren, ein Vibrieren, wie auch immer. Und nun wenden wir uns unserem Gehirn zu und ich möchte dich bitten, dir vorzustellen, dass die Blutgefäße, die dein Gehirn, vor allem die äußeren Areale, also die Gehirnrinde versorgen, sich wohltuend erweitern, sodass jetzt viel frisches, sauerstoffgesättigtes Blut zu deiner Hirnrinde, zu deinem Homo sapiens sapiens Gehirn kommt und deine höheren Hirnzentren einschaltet, quasi. Hab keine zu hohen Erwartungen, aber wenn du irgendetwas wahrnimmst, dann freu dich einfach. Es könnte zum Beispiel sein, dass du eine Wahrnehmung von Licht hast.
Das wäre leicht nachzuvollziehen, weil unser Gehirn, vor allem unsere Stirnhirnareale, wenn sie aktiv werden, uns eine Wahrnehmung von Licht schenken. Also es wäre sogar ein ganz gutes Zeichen. Wie gesagt, wenn das beim ersten Mal nicht so klappt, wie du dir das wünschst, ist das kein Problem. Es ist eine Übungssache, eine Trainingssache. Und ich würde dir wirklich empfehlen, das so zu trainieren, so zu üben, dass du es dann im Zweifelsfall, nämlich dann, wenn du unter Stress stehst, auch zur Verfügung hast. Du kannst die verbesserte Hirndurchblutung natürlich auch kombinieren mit dem Stirn-Hinterkopf halten, also der energetischen Hirnaktivierung und dem Licht aufgehen lassen im Stirnhirn. Also wenn du diese drei Techniken kombinierst, bist du wirklich gut versorgt, um dich aus dem Stress zu lösen. Du findest die Hirndurchblutung natürlich auch in einigen meiner Artikel und Bücher. Ich setze unterhalb von diesem Video in die Beschreibung einige Links, wo du mehr Informationen findest, und ich würde mich freuen, wenn dir diese Empfehlung gute Dienste erweist.